willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Haarroutine und ich stehe hier gerade in unserem Badezimmer, deswegen halt es auch etwas anders. Hier seht ihr unsere wunderschöne, leuchtend grüne Badezimmerwand. Meine Mitbewohnerinnen mögen die nicht so gerne, aber ich finde die total schön. Aber ja, jetzt kommen wir zu dem Thema meine Haare. Ich war gerade eben laufen und dadurch, dass man halt auch schwitzt und so, ist es mal wieder Zeit, meine Haare zu waschen. Und da komme ich auch schon zu dem allerersten Punkt, den ich euch zu meiner Haarroutine mitteilen möchte. Ich wasche meine Haare so ungefähr zweimal die Woche. Es kommt immer darauf an, manchmal auch dreimal, in der Regel aber zweimal. Häufiger wasche ich sie nicht, weil das nicht gut ist, sowohl für die Kopfhaut ständig die Haare zu waschen, als auch für die Haare an sich, weil die dadurch halt auch belastet werden. Aber ich wasche sie auch nicht weniger, weil wenn sich der ganze Fett und Schweiß und alles hier am Kopf festsetzt, greift es die Kopfhaut an und die kann sich dann halt auch entzünden. Also ich würde euch wirklich auch nicht raten, die Haare zu selten zu waschen. Ja, und als erstes, wenn ich meine Haare waschen möchte, mache ich die erstmal hier auf. Die Frisur, die ich hier gerade habe, das ist meine normale Laufgehfrisur oder halt meine Sportfrisur. Und ja, dann werden gleich die Haare erstmal gekämmt. Zum Kämmen verwende ich so eine Entwirrhaarbürste. Die habe ich hier aus dem Discounter gekauft. Es gibt aber auch noch Markenprodukte. Ein Markenprodukt habe ich auch. Das verwende ich aber eher selten. Ich kann euch aber leider nicht mehr sagen, in welchem Discounter ich die gekauft habe und wo man die kaufen kann. Aber so welche kriegt man ja eigentlich überall, auch im Internet oder so. Also es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, so eine Haarbürste zu kaufen. Viele verwenden auch Naturhaarbürsten, da bin ich nicht so der Fan von, damit komme ich nicht so gut klar. Gerade da meine Haare häufig und schnell verkletten, komme ich halt mit dieser Entwirrhaarbürste sehr gut zurecht. Ja, und dann kämme ich sie erstmal ordentlich durch. Wenn die Haare dann durchgekämmt sind, sind sie eigentlich auch schon bereit zum Waschen. Manchmal mache ich so, dass ich meine Haare beim Duschen mitwasche und manchmal halt auch getrennt. Das kommt immer darauf an, was ich mit meinen Haaren vorhabe, denn da gibt es zwei Möglichkeiten. Also in jedem Fall schamponiere ich die Haare zuerst und dann entscheide ich mich entweder dafür, eine Kur in die Haare zu machen oder eine Pflegespülung. Die beiden Produkte werde ich dir jetzt auch zeigen. Das hier ist meine Haarkur, die ich immer verwende. Die habe ich bei Amazon bestellt und die packe ich dir auch unten in die Infobox, falls ich die noch bei Amazon finden sollte, als Link. Dann kannst du die nachkaufen, wenn du da Interesse hast. Das sind Affiliate-Links, ich glaube so heißen die. Und wenn du das darüber kaufst, kriege ich halt eine kleine Kaufsprovision. Ja, das möchte ich einfach hier transparent sagen, dass du halt auch weißt, was es damit auf sich hat. Ja, diese hier ist von Schwarzkopf, Bonacur, Keratin Smooth Perfect. Die hat mir ein Friseur empfohlen. Die ist quasi für so krauses, trockenes Haar. Also wenn du eher kein trockenes, kein krauses, kein volles Haar hast, sondern eher dünne Haare, ist das vielleicht zu reichhaltig für deine Haare. Und es könnte sein, dass sie dadurch eher platt erscheinen. Die Pflege muss immer auf die Haarstruktur und den Haarzustand angepasst sein. Also das, was ich hier verwende, ist definitiv nicht für jeden geeignet. Das funktioniert bei meinen Haaren sehr gut. Es kann aber auch gut sein, dass es bei dir halt nicht so gut funktioniert. Ich mache diese Haarkur gleich eine Stunde lang in die Haare rein. Mir wurde ursprünglich gesagt, dass 20 Minuten reichen. Ich habe aber die Erfahrung gesammelt, dass wenn ich sie noch länger in den Haaren lasse, die Haare noch geschmeidiger werden. Nun verwende ich aber nicht jedes Mal diese Haarkur, sondern manchmal verwende ich auch diese Spülung. Also eigentlich mache ich das immer so im Wechsel, häufiger die Spülung, ab und zu die Haarkur, um die Haare halt irgendwie ein bisschen geschmeidiger zu machen. Und die Haarkur lasse ich halt auch länger drin und die Spülung wasche ich relativ schnell direkt danach wieder aus. Die verwende ich schon seitdem ich ein Kind bin. Meine Mama hat eigentlich mit der Pantene Pro-V-Spülung auch immer gearbeitet.
und die mir als Kind immer in die Haare gemacht und ich kam damit auch immer ganz gut zurecht und deswegen kaufe ich die jetzt auch regelmäßig und verwende die auch für meine Haarroutine. Jetzt komme ich zu dem Shampoo, weil bevor ich eine Haarkur oder eine Haarspülung in meine Haare mache, shampooniere ich sie zuerst. Und da verwende ich dieses Teebaumöl-Shampoo. Das kommt aus der Drogerie und das beugt Schuppen vor und beruhigt die Kopfhaut und ich komme damit ganz gut zurecht. Das ist bei jedem ja allerdings auch individuell und das verwende ich immer ganz gerne davor. Ihr habt es sicherlich schon gesehen, hier mein Ansatz wächst langsam raus, meine Haare sind blondiert. So, und damit die keinen Gelbstrich bekommen, verwende ich ab und zu Silbershampoo. Das hat so blaue, violette Partikel drin und die sorgen dafür, dass die Haare halt nicht so gelb erscheinen. Allerdings habe ich damit eigentlich nicht so ein großes Problem mit meinen Haaren. Deswegen verwende ich dieses Silbershampoo auch nicht so oft. Ich zeige euch das trotzdem mal, welches ich da gekauft habe. Das hier ist auch aus der Drogerie von Schaumer, Schwarzkopf. Shampoo gegen Gelbstich. Es ist hier schon so ein bisschen angestaubt. Daran sieht man, dass ich es nicht allzu oft verwende. Heute werde ich mit dem Teebaumöl-Shampoo meine Haare shampoonieren und danach mache ich dann die Kur da rein. So, und jetzt nehme ich mir hier so ein bisschen was auf meine Finger. Ja, so ungefähr diese Menge und die verteile ich dann hier unten in meinen Haaren und in den Spitzen. Kämme ich die Haare, sodass die kleinen Knötchen da alle rausgehen. Wenn die Haare dann einmal fertig durchgekämmt sind hier mit der Kur drin, dann drehe ich die so hoch und befestige mit einer Klammer und dann warte ich eine Stunde. Und dann kann ich das alles wieder ausspülen. Okay, mit einem Zopfgummi werde ich es auch noch befestigen. Mein Kopf auch wieder ganz drauf. Wir sehen uns dann in einer Stunde wieder und dann wird das alles wieder ausgespült. In der Zwischenzeit werde ich aber normal duschen gehen, weil ich ja gerade laufen war und irgendwie möchte ich mich da ein bisschen frisch machen. Aber die Haare werde ich noch nicht ausspülen, die lasse ich so, wie sie sind. Also bis gleich.
Die Stunde Einwuchzeit ist jetzt vorbei und aus diesem Grund werde ich jetzt meine Haare ausspülen und sie dabei auch nochmal kämmen, hier wieder mit der Bürste. Und dann werde ich sie in ein Handtuch einwickeln. Also zuerst in ein anderes, was ich gerade schon beim Duschen verwendet habe. Und dann trockne ich sie damit ein bisschen ab. Und wenn dann so die Hauptfeuchtigkeit aus den Haaren raus ist, dann wickele ich sie in ein neues trockenes Handtuch, dies hier. Jetzt drücke ich hier so das Wasser raus. Das mache ich, damit das gleich nicht so nass ist, das Handtuch. Also man sollte nicht zu sehr dran ziehen, sondern das immer so in Stücken machen, um die Haare auch nicht zu sehr zu belasten. Ja, das ist mein Haarturban. Da sollen die Haare jetzt minimal austrocknen, also quasi die erste Feuchtigkeit soll rausgezogen werden. Und wenn die Feuchtigkeit ein bisschen raus ist, dann kommen sie in das neue Handtuch. Ich drücke meine Haare hier jetzt schon ein bisschen trocken. Also man sollte nicht reiben, weil das die Haaroberfläche so aufraut. Aber wenn man das drückt, dann geht das besser. Jetzt kämme ich die Haare nochmal durch und richte den Scheitel ein bisschen, dass wenn die Haare dann trocknen, der Scheitel nicht kreuz und quer irgendwie komplett schief auf dem Kopf liegt. Ja, das ist schon vorteilhaft, wenn ich den einmal vorher richte. Jetzt kommt das neue trockene Handtuch ins Spiel. Ich verwende richtige Frottee-Tücher, da sie meiner Meinung nach saugstärker sind als andere Handtücher. Ich habe auch häufiger den Tipp gelesen, dass empfohlen wird, dass man entweder so eine alten Baumwoll-T-Shirts verwenden soll als Haarhandtuch oder einfach ein Mikrofaserhandtuch, weil das von der Oberfläche ein bisschen feiner ist und die Haarstruktur nicht so aufrauen soll. Das kann man natürlich machen. Ich habe mich aber aus dem Grund für ein Frottee-Handtuch entschieden, weil ich jetzt als nächstes einfach so, also wir haben jetzt schon abends, ich werde jetzt abends einfach mit dem Haarturban so rumrennen und so dann auch schlafen gehen, sodass morgen früh meine Haare so gut wie trocken oder sogar schon trocken sein sollten. Dadurch erspare ich mir das Föhn, was sehr gut für die Haare ist, da Hitze ist. Also Hitze ist nie vorteilhaft für die Haare und wenn die Haare einfach so trocknen, ohne Hitze, ist es eigentlich das Beste, was ihr machen könnt, um eure Haare gesund zu halten. Und wenn ich die Haare jetzt aber in ein altes T-Shirt oder in ein Mikrofaserhandtuch einwickel, werden die halt leider einfach nicht trocken und die sind dann morgen früh noch nass und dann muss ich sie doch föhnen. Also ist da für mich der Gewinn nicht ganz so groß, wie wenn ich jetzt so ein Handtuch verwende. Ja. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich gehe jetzt erstmal was essen und wie gesagt und schlafen. Ja, und morgen kann ich ja dann zum Styling etwas erzählen. Good morning in the morning. Es ist der nächste Tag. Ja, ich habe die Nacht mit diesem Turban auf dem Kopf verbracht. Und jetzt werden wir den öffnen und dann zeige ich euch, wie die Haare so aussehen. Ja, ich gucke hier gerade so nebenbei ein bisschen in den Spiegel. Ja, man sieht schon, ich habe von Natur aus eigentlich eher so Locken und, also nicht richtig Locken, sondern eher Wellen.
Und das ist hier rausgekommen, das sieht man schon mal. Das wird sich aber alles wieder legen, weil gerade wenn ich die Haare kämme, werden die einfach glatter, sodass sie einfach nur ein bisschen voluminöser aussehen, aber ich diese Wellen nicht mehr in den Haaren habe. Ja, als nächstes würde ich jetzt halt erstmal meine Haare kämmen und dann kommt im Anschluss dieses Styling-Serum darauf. Das ist von Goldwell oder ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Rich Repair. Ich hatte mir das mal ursprünglich, ich glaube mit 13 oder 14, kann auch 15 gewesen sein, ich will nichts Falsches sagen, im Friseurbedarf geholt, weil ich tendenziell eher etwas trockenere Haare habe. Und das fand ich damals so gut, dass ich mir das jetzt wieder gekauft habe. Ich habe es jetzt auf Amazon bestellt. Den Link, den packe ich dir auch unten in die Infobox. Und ja, damit mache ich meine Haare ein bisschen geschmeidiger und style sie. Aber ich kann insgesamt sagen, dass ich meine Haare jetzt durch die Haarkur auch schon deutlich weicher und seidiger anfühlen. Also die bringt auf jeden Fall was und sie riechen auch sehr gut. Sehr frisch. Ja, dann fange ich jetzt mal an mit dem Haare kämmen. Wenn die Haare dann durchgekämmt sind, dann mache ich mir hier auch erstmal, ja, ich würde sagen, einen Pumpstoß drauf oder, nee, machen wir mal zwei. Also ich mache meistens mehr als einen, aber das tut immer so nach und nach. So, dann verteile ich das hier zwischen den Händen und dann gehe ich hier unten in die Haare rein und knete das so hoch. Ja, es war jetzt ein bisschen wenig, deswegen mache ich nochmal zweimal rein. Das kommt aber auch ganz auf eure Haare drauf an. Wenn ihr jetzt eher weniger Haare habt und eher dünneres Haar, würde ich nicht so viel machen, weil die Haare dadurch halt auch fettig aussehen können, wenn zu viel Produkt in den Haaren ist. Einmal gut verteilt werden, dass auch überall so ein bisschen was hinkommt und immer so von unten nach oben kneten. Sorgt auch für so ein bisschen Volumen. Ja, fertig ist eure Löwenmähne. So sieht das fertig dann aus. Ich zeige euch das nochmal von hinten. Das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Sachen ihr ähnlich macht bei eurer Haarroutine und welche ihr anders macht. Ja, also was ihr braucht, wenn ihr das genauso machen wollt wie ich und ähnliche Haare habt wie ich, ist halt auf jeden Fall diese Bürste. Also so eine Haarentwirrbürste. Dann hatte ich euch ja schon gezeigt, dass ich so ein Teebaumöl-Shampoo verwende, dass ich halt immer im Wechsel eine Haarkur, die ich euch gezeigt habe, und von Pantene Pro-V diese Pflegespülung verwende. Und im Anschluss, wenn die Haare dann getrocknet sind, style ich die mit diesem Styling-Dings oder so, ja, Styling-Serum. Genau. Das war meine Haarroutine. Ich hoffe, es geht euch gut und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Liebe Grüße, eure Fred. Tschüss!